Supermensch. Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hello. Nein, wir werden nicht zu Autovloggern. Wir sitzen schon wieder im Auto. Aber wir sind jetzt tatsächlich auf dem finalen Rückweg nach Stuttgart. Heute fahren wir von Köln zurück und jetzt sind wir auch schon bald da, muss ich sagen. Also es sind jetzt noch 63 Kilometer. Ich schneide hier gerade noch den letzten Vlog. Muss immer wieder so ein bisschen rausgucken. Aber heute geht's, ich glaube, es liegt daran, weil ich Hunger habe. Da kann man ja gar nicht schlecht werden. Ja, und wir fahren jetzt aber noch nach Tübingen davor, weil mein Opa, der möchte unbedingt das Auto noch sehen. Beziehungsweise mein Opa ist früher auch immer Audi gefahren und sowas, und dann habe ich ihm das erzählt, dass wir hier dieses Auto ausleihen dürfen. Und er so, oh was, oh, da haben wir, ich habe es ja schon mit Teneriffa erzählt, das fand er schon so toll, und habe ich gesagt, Opa, wir haben hier so ein Auto jetzt für eine Woche, ich würde dich da abholen. Und da hat er sich so riesig gefreut, und deshalb werden wir ihn jetzt noch abholen und ihm eine Freude machen und eine kleine Runde fahren. Richtig cool, freue ich mich auch schon drauf. Übrigens sind wir ja gerade eben, also wir fahren auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart, und da war jetzt auf der anderen Seite gerade mega Stau und das muss gerade eben passiert sein. Auf jeden Fall stand da ein Auto in der Leitplanke und hat, kein Witz, lichterloh gebrannt. Also es war alles schwarz und neblig und rauchig und das komplette Auto stand in Flammen. Also wir waren beide gerade so geschockt, wir haben sowas noch nie gesehen und dachten, Alex meinte auch gerade, er wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Also, ich habe immer gedacht, im Film wird das gefaked, dass Autos so explodieren und brennen und sowas. Aber nee, das sah aus wie im Film. Aus allen Fenstern ist es rausgegangen. Das war auch so, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Reifen hatte. Das sah so ganz dubios aus. Und aber die Polizei hat schon Fotos gemacht und der Krankenwagen war noch gar nicht da. Läuft das immer so ab? Also ich war gerade echt ein bisschen geschockt. Jetzt kamen nämlich gerade Feuerwehr und Krankenwagen angefahren, aber auch nur einer und es waren auch keine anderen Autos rein verwickelt. Ich weiß nicht, ob da jemand halt das Auto angezündet hat oder ob da tatsächlich ein Unfall passiert ist. Aber die Polizei macht doch nicht Fotos, wenn da noch jemand irgendwie irgendwas hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fahrt alle immer schön vorsichtig. Krass. Jetzt sind wir in Tübingen und wir waren gerade noch bei Alex Eltern im Haus und haben das Video, den neuen Vlog hochgeladen und so weiter. Und ich habe noch ein Thumbnail gebastelt. Und Alex hat hier eine coole Konstruktion gebaut, kann ich euch gleich mal zeigen. Wir holen jetzt nämlich seinen Opa ab. Genau, und da haben wir uns gedacht, vielleicht filmen wir das einfach, beziehungsweise stellen einfach so eine Kamera hin. Weil letztes Jahr in Hildesheim war ja auch der Go-Kart zu sehen im Vlog. Und dann haben wir zu meinem Opa gesagt, es wäre doch voll cool, wenn du auch mal so ein Video machen könntest. Und viele von euch haben das ja auch gesagt und so. Und deshalb dürft ihr jetzt in diesem heutigen Vlog Fragen stellen an meinen Opa. Also der wird die jetzt nicht in diesem Vlog erklären oder beantworten, die Fragen. Aber in irgendeinem anderen extra Video dann mal. Aber jetzt haben, dann haben wir wenigstens schon mal die Fragen, wenn wir jetzt, ihr werdet dann jetzt gleich meinen Opa wahrscheinlich sehen. In dem Video, er wurde noch nicht integriert in unseren Plan. Also ich hoffe, er sagt nicht, ich möchte nicht gefilmt werden, aber ich glaube nicht. Wir müssen jetzt gleich ein bisschen überrumpeln. Aber eigentlich weiß er, dass wir dieses Format auch mit ihm mal machen wollten. Und das hatten wir ja auch in dem anderen Video schon angekündigt. Genau, und dann war er erst so aufgeregt und hat gemeint, oh nein, er weiß nicht. Und dann fand er es auch, glaube ich, ganz cool. Genau, ja. Also, haut ganz, ganz, ganz viele Fragen raus. Also mein Opa ist ein sehr interessanter und cooler und netter Mensch. Ja. Und hiermit werden wir ihn jetzt gleich ein bisschen aufnehmen. Also irgendwo darunter verbirgt sich dann der An-Knopf und dann kann man das Play-Knopf müssen wir auch gucken. Anmachen und dann muss man das irgendwie, bin ich mal gespannt, wie wir das gleich hinkriegen. Aber dann wollen wir ihn damit filmen, wie er jetzt hier gleich reagiert, dass er mal hier in so einem Auto mitdüsen darf. Ja, habt ihr eine Spuckschale? Oh Gott! Was für eine Spuckschale? Oh. Oder? Ah, ja schon. Super. Ah, super. Alter. Jetzt, Obi, hörst du mal an? Aha, ich darf hören. Natürlich. Das ist ein Sound, Mensch. Okay. Das ist ja super, Mensch. Oh
Aber man muss dann als Fahrer muss man wirklich diszipliniert sein. Man darf sich nicht verleiten lassen, da jetzt wahnsinnig zu fahren. Nee. Aber du hattest früher auch schnelle Audis, oder? Ja, Raider 200 war seinerzeit der schnellste von den Audis. Also 220 ist schon gut, glaube ich. Ja. Ich bin oft mit 200 Sachen von Norddeutschland heimfahren, nachts. Ja. Nach dem Konzert oder so. Also jetzt können wir bestimmt gleich aufs Gas drücken. Dann am besten anspannen. Oder nicht so. Wo fährst du jetzt hin? Wo kannst einfach du, auf die B27. Wo kannst du da so schnell? Ja, hier kann ich ja auch einmal Gas geben. Nach Dings auf B27. Nach Pfohndorf. Nach Pfohndorf noch fährst du. Und die alte Stuttgarterstraße. Die Kurve gemeinst du da hinten hoch. Na, also wenn du nach Pfohndorf noch fährst. Jetzt fahren wir erstmal hier. Mensch. Ist gut, oder? Hast du dem nicht eben ab? Unglaublich. Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, du. Aber hat zu deiner Zeit dann Audi noch gar keine. Nein, gab es da noch gar nicht. Also wie gesagt, da gab es den 50er, den hat der Micha, und dann haben wir seinerseits Micha gekauft, der studiert hat, den 50er, und da gab es den 80er, und dann gab es den 90er. Ach, so viele! Und den 90er habe ich lang gehabt. Das war ein schönes Auto, ein gutes Auto. Ja. Und dann gab es den 100er, und dann gab es den 200er. Das war der ganz große. Und du hattest auch den ganz großen mal. Erzählt, ein paar Jahre lang, ja. Schön. Aber der ist schon der Dinge nicht gut gekommen. Weil der zu viel PS hatte. Die Beschleunigung war schon zu stark und der Halswirbel. Also vielen Dank. Nichts zu danken. Schön, dass du gefallen hast. Hat dir gut gefallen. Jetzt haben wir uns gerade in Tübingen noch was zu essen geholt. Und zwar hier bei der neuen Dönerstee. Und jetzt gibt es auf jeden Fall hier veganen Jufka mit Seitan und Cranberries drin und schmeckt richtig lecker. Und einen Salat haben wir auch noch, aber den essen wir, glaube ich, erst zu Hause dann oder so. Mhm. Wann sieht eine Marie so aus? Wenn sie was Leckeres gegessen hat! Oh, war das gut! Das war so köstlich, das war richtig, richtig geil. Das war echt richtig, richtig. Also wenn ihr in Tübingen mal irgendwas essen müsst, sehr zu empfehlen, weil wir das Team. Ja, genau. Wir haben auch noch einen zweiten Salat geholt, weil wir uns dachten, einen Salat teilen. Na, es ist mal lieber jeder einzeln. Wir sind auch extrem verfressen, man muss es schon sagen. Wir haben es jetzt erst wieder gemerkt, als wir mit Emmy und Yannick unterwegs waren, dass wir einfach sehr viel essen. Ja. Naja. Also ich esse nämlich fast so viel wie Alex eigentlich. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Naja, egal. Solange meine Hosen noch passen, ist mir das alles völlig wurscht. So. Und jetzt fahren wir auf jeden Fall endgültig zurück nach Stuttgart. Unsere Nachbarin hat uns gerade schon ganz besorgt geschrieben, ob sie nochmal nach den Katzen schauen soll, ob alles in Ordnung ist bei uns. Sie hätte unser Auto nicht gesehen und keine Schuhe vor der Tür und so. Total süß. Aber jetzt sind wir fast da. Genau, und dann machen wir uns einen gemütlichen Abend, haben mit Schrecken festgestellt, dass wir Santa Clarita Diet, die zweite Staffel, schon fertig geguckt haben. Und wir haben noch nicht die fünfte Staffel Game of Thrones uns besorgt. Sprich, wir können unsere ganzen Serien nicht weiter gucken. Also, gucken wir vielleicht einen Film oder so, oder? Mit Salat im Bett. Aber vielleicht auch nicht mit Salat, sondern mit Süßigkeiten. Aber den Salat, ich habe schon noch Hunger. Du kannst ja deinen Salat essen. Ich heb mir den für morgen Mittag auf, wenn du dann neidvoll auf meinen Salat blicken wirst. Oh. Wir können auch jetzt einen teilen und morgen einen teilen. Eigentlich hätte ich jetzt eher Bock auf was Süßes. Ich habe auf beides Bock. Erst nochmal salzig und dann süß, glaube ich. Oder das ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Einen wunderschönen guten Morgen aus unserer Wohnung. Endlich mal wieder. Hello. Es ist so schön, mal wieder hier zu sein. Wieder, so lange waren wir gar nicht weg, aber es ist trotzdem irgendwie nach Hause gekommen, ist schon immer cool, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Und wie ihr sehen könnt, machen wir jetzt eine Runde Sport und ich habe neue Sportklamotten, habe ich mir nämlich in England gekauft, weil ich habe ja immer irgendwie ein Baumwoll-T-Shirt Sport gemacht und war immer irgendwie zu geizig, mir sowas zu kaufen. Jetzt habe ich mir im Outlet so schöne Sportsachen gegönnt. Richtig toll, ja. Da freue ich mich drauf. Jetzt bewegen wir uns endlich mal wieder. Oh Gott, ich glaube, es wird so richtig anstrengend heute.
Ja, ich glaube auch. Vor allem habe ich von Alex zum Geburtstag Gewichte geschenkt bekommen. Ja, und jetzt kann ich richtig schön liften. Ich mache uns gerade Frühstück und zwar gibt es mal wieder den Frühstücksbrei und da sind noch Leinsamen mit drin und auch ein bisschen Bierhefe. Ich schneide jetzt noch diese hier klein und zwar eine Orange und dann kommen noch Mandeln rein und Cranberries, beziehungsweise ich muss mal gucken, ob wir noch ein paar mehr haben, weil das sind nicht sehr viele. Na, freut euch, dass wir wieder da sind? Oh, Plüschi 1 und Plüschi 2. Und das Wetter ist einfach so schön. Einfach alles blau. Das gab es schon so lange nicht mehr. Poh. Und dadurch, dass die Sonne gerade so viel scheint, geht die Monstera ab wie Schnitzel. Also sie ist echt so riesig. Und die muss ich jetzt irgendwie mal so ein bisschen in den Zaun bekommen, weil langsam füllt die komplette Ecke aus und das ist ein bisschen zu krass. Also wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wie man am besten die Monstera so ein bisschen kleiner kriegt, ob man da einfach die Blätter hier unten abschneiden darf oder ich kenne mich da nicht aus. Also falls ihr da irgendwie einen Tipp habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Marie und Alex in ihrer natürlichen Umgebung. Die das Auto. Oh Gott, das ist echt furchtbar. Schlimm. Ich freue mich, wenn wir jetzt nicht mehr ständig im Auto sitzen, muss ich mal ehrlich sagen. Also irgendwann reicht es halt auch, gell? Aber ja. Wir müssen jetzt das Auto weiter zurückbringen. Es genau. War sehr schön mit dem grünen Grashüpfer. Dem grünen Grashüpfer. Und jetzt holen wir Golfi Golfus wieder ab. Der wartet dort auf uns. Und jetzt haben wir gerade noch zwei Freunde in Augsburg rausgelassen, die hier einen Zug nehmen und dann haben wir da eben einen kurzen Abstecher gemacht. Jetzt geht's weiter und das Wetter ist wunderschön, muss ich mal sagen, gell? So warm. Aber die Straßenführung in dieser Stadt ist crazy. Also, Kommt jemand von euch aus Augsburg und muss man eigentlich Augsburg sagen oder kann man auch Augsburg sagen als, Augsburg. Als Ausländer? genau, ja. Aber wir sind irgendwie ein paar Mal hier ein bisschen. Man ist so völlig verwirrt, weil die Straßenbahn überall kreuz und quer auch ist und alles so. Und dann plötzlich ist noch die Bahnlinie mit drin. Irgendwie. Ja, genau. Und ja, naja, jetzt sind wir gleich wieder raus. Genau. Und holen Golfus. Das war's, grüner Grashüpfer. Tschüss. Schaut mal, hier sind so krasse Autos auch am Start. Da hinten RS6. S6. Richtig geil, diese Tiefgarage hier. Was eine krasse Stimmung im Auto hier. Hier so die dunklen Wolken und dann da hinten die Sonne und die Windräder und... Richtiges Urlaubsfeeling. Kommt mir vor, als ob wir jetzt in Urlaub fahren in den Süden oder sowas. Leider nein. Ja, leider nein, aber ja, ist wunderschön. Wow, strahlt richtig, gell? Krass. Kommst du klar? Ja, jetzt. Meine dreckige Brille. Siehst du durch diese Brille überhaupt was? Ja, etwas. Wenig, glaube ich. Ein bisschen schwierig, aber es geht. Leute, ich sag's euch, ich freue mich richtig drauf, wenn wir mal wieder selber kochen. Aber jetzt ist es schon wieder 8:30 und wir waren ja natürlich immer noch nicht einkaufen. Und jetzt haben wir auch keinen Bock mal noch einkaufen zu gehen und dann zu kochen. Und deswegen holen wir uns heute Abend Sushi. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da jetzt was dagegen habe natürlich. Aber unsere Essenskultur ist gerade bedenklich. Ja, aber in den nächsten Vlogs werdet ihr auf jeden Fall wieder richtig geiles. Wir haben richtig geile Sachen vor, auch wieder zu machen und sowas. Ja. Richtig leckere Gerichte und sowas. Ich freue mich so drauf, auch wieder so Bowls. Jetzt freue ich mich schon echt auch auf Sushi. Ja, ich freue mich natürlich auch auf Sushi, aber ich denke mir halt auch so, Und ich bin froh, jetzt nicht mehr direkt fahren zu müssen, erstmal eine Weile. Also klar, es hat sehr viel Spaß gemacht, natürlich mit diesem Auto zu fahren, aber irgendwann ist es halt so... Kein Bock mehr, jeden Tag zu fahren und sowas. Deshalb sind wir sehr froh, jetzt die nächsten Tage nicht fahren zu müssen. Jetzt ist erstmal ein bisschen zu Hause und dann wird gekocht und wieder back to normal life. So, jetzt müssen wir erstmal Geld holen gehen. Sushi bezahlt. Vielleicht habe ich auch genug Geld. Hier kann man nur Bargeld bezahlen. Oh. 10 Euro. Sieht mager aus. Damit kommen wir nicht weit, glaube ich. Was habe ich denn alles gezahlt? Weiß ich nicht. Manchmal geht das Geld einfach weg, kennt ihr das? Ja! Oder? Dann ich hat glaub, man Bargeld das, und dann ist es einfach weg. Deswegen habe ich nicht Tierchen, gern Bargeld. Was, das Tierchen, was das Geld dann fließt. Das Geldbeuteltierchen. Ah, noch ein Zehner. Hello. Oh Leute, ich habe so Muskelkater von diesem Workout gestern. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe richtige Probleme, gerade die Kamera zu halten.
Und wenn ich meine Hände abtrocknen will, also so am Handtuch, beide zusammen, Todesschmerzen. Ich krieg so ein richtiges Kreuz, glaube ich. Eigentlich wollte ich gerade nur den Vlog beenden, weil wir das gestern nicht mehr getan haben. Alex ist in der Bretterwerkstatt und ich schneide den Vlog jetzt und muss heute noch weitere Computersachen machen und ich muss auch was für die Uni machen und drehen und ja, ich muss auch auf jeden Fall Mittagsschlaf machen. Ich bin heute so richtig fertig, ich weiß gar nicht warum. Mir tut alles weh und ich bin einfach nur so, keine Ahnung, muss ein bisschen Pause machen, nicht, dass ich krank werde. Also, ich hoffe sehr, dass der Vlog euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Vlog am Sonntag wieder am Start seid. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dann. Tschüss! Und wir müssen beide aufs Klo. Das ist immer ein Problem bei langen Autofahrten.